Mahlzeit, ihr Knüppelbrüder. Knochen wieder hier. Heute fahre ich die 8,8 cm Pack Nashorn. Echt nicht einfach. Ist wirklich nicht einfach zu fahren, das Teil. Denn, wie man sieht ja auch so schon, ist alles aus Papier hier. Das ist keine richtige Panzerung. Man hat vorne an der Fahrerseite hat man eine Panzerplatte drin. Ist allerdings auch nur Baustahl. Das ist die stärkste Panzerung. Und hier direkt die Halterung unter dem Rohr. Das ist alles, was wirklich stark gepanzert ist. Der Rest ist hier wirklich 10 mm, 20 mm. Damit ist man natürlich ganz schnell weg. Und es ist wirklich nicht einfach, dieses Teil zu fahren, beziehungsweise länger am Leben damit zu bleiben. Also das Fahren selber ist natürlich simpel. Aber wirklich, also im Prinzip ist man nach jedem Treffer hinüber. Ich habe mal Glück gehabt, dass einer direkt beim Fahrer reingeschossen hat. Also auf diese Panzerplatte, auf diese dicke, und habe dann überlebt. Allerdings hat irgendwie mein Kommandanten zerfetzt hinten. Und ich wurde auch schon durch Artillerie gekillt, weil Artillerie hier direkt auf die Kante, kann ich jetzt nicht sagen, also rechtzeitig auf die Kante aufgeschlagen ist und die Schrapnelle die ganze Besatzung getötet haben. Das war natürlich geskillt. Gut, war natürlich nicht absichtlich. Also einfach nur Glückstreffer. Und ja, im Moment ist es echt ein bisschen schwierig zu fahren. Ich würde gerne amerikanische Panzer fahren, aber nicht ohne Grund fährt hier kaum irgendjemand. Denn die halten überhaupt nichts mehr aus. Und jeder, der russische Panzer fährt, fetzt einfach so, wirklich. Also es ist Wahnsinn. Ich weiß gar nicht genau, was ich sagen soll. Mir fällt nur auf, dass die Leute immer extremer werden, auch in ihrer Haltung. Und sagen wir mal so, ich habe viele Leute schon gesehen, die in den Chat schreiben, ja, dass man Russen mal aufhängen sollte und sowas, also, dass sie alle cheaten und der letzte Dreck sind und so. Und ich meine, es ist schon schräg, eben gerade war ich über Überquerung des Rheins und da hat jemand meinen mein Jagdpanzer mit einer verkackten, also es war ein russischer Spieler, weil er hat auch dieses Ru in seinem Namen mit drin. War ein russischer Spieler, der hat mit seinem, wie heißt denn dieses Ding? Mit seinem Flugabwehrfahrzeug. Ah, dieses. Ich komme nicht drauf, wie heißt der? Ich fahr mal weg hier. Hat er jedenfalls, hat er mit seinem Flugabwehrfahrzeug, hat er 7 Spieler weggefetzt. Und mich auch. Ich krieg ein paar Treffer ab, wirklich nur 2-3 Sekunden und ich war weg. Wie kann der meinen Jagdpanzer, der wirklich stark gepanzert ist, wie kann er den mit seinem. Weil ich habe das nicht geschafft. Wie kann er den wegschießen? Wie schafft er es? Und natürlich denkt man da so bestimmte Sachen, aber wie gesagt, ich kann niemanden beweisen, dass er hackt, cheatet oder sonst was. Ich habe nur einmal gesehen, das hatte ich aufgezeichnet, ich muss mal, beziehungsweise habe ich das Replay gespeichert. Ich muss mal gucken, ob ich das noch finde. Das ist echt ein Russe, ist mit seiner Lex so schnell geflogen wie mit einer ME-262 im Sturzflug, wirklich. Der muss einen Speaker-Hack benutzt haben oder so. Der war so ultra brutal schnell, das war schon lächerlich, also wirklich lächerlich schnell. Der ist an einem vorbeigezogen und wenn man ihn verfolgen wollte, der ist so schnell wieder weg gewesen. Und das mit einer Lag, hallo, ich meine, verkackte Lag 7 oder was das war. Ja, die ist einfach nicht so schnell. Das ist eine Lag 3 gewesen sein, ich glaube, das war es gewesen. Ist schon länger her, jetzt über einen Monat. Aber ich dachte, ich komm nicht klar, Okay. Man sieht jedenfalls, wenn man nicht gerade beschossen wird, ist man ganz gut dran hier mit dem Nashorn. Ist wirklich, also bestialische Feuerkraft eigentlich. Ist noch nicht komplett modifiziert, nur ich wollte das Ding jetzt endlich mal fahren und mal ein Video davon machen. So. Weil, also ich finde es wirklich cool. Ich empfinde das wirklich als cooles Flugzeug. Und wie es aussieht. Ich habe jetzt in letzter Zeit immer wieder gehabt, dass die Leute einen nicht beschützen. Das ist natürlich auch scheiße. Jetzt habe ich blöderweise zwei Sachen auf eine. Das hat nicht geklappt. Ich habe blöderweise auf einer Taste gleichzeitig Raketen und Bomben. Das heißt, wenn ich Raketen und Bomben habe, gut, die Bomben sind noch explodiert, aber ich muss mich dann immer entscheiden, nehme ich jetzt die Bomben oder die Raketen. Das hat einfach mit einer einfachen Spielweise zu tun. Ich habe keinen Nerv, mich hier mit 50 Tasten auseinanderzusetzen. Okay, den habe ich nicht getroffen. Mein Kommandant ist hinüber. Das machen sie gerne. Ist natürlich blöd, wenn man oben offen ist, wenn man also kein geschütztes Dach hat, überhaupt ein Dach hat. Das ist natürlich blöd, dann wird man natürlich schnell getroffen. Schöne Lichteffekte übrigens hier. Und ja, mit dem Teil hier kann man eigentlich nur campen. Man muss sich eine Position suchen, wo man wirklich gut dran ist und da muss man campen. Ich habe noch ein Replay. Oder zwei Replays. Kann auch eins sein, weiß ich jetzt nicht mehr. Das werde ich auch noch hochladen. Da lief es eigentlich relativ gut. Da bin ich auch mit dem Panzer
74 oder war das egal? Naja, Jagdpanzer jedenfalls unterwegs gewesen. So. Und ich werde hier echt nicht großartig vorfahren. Zusehen, dass ich hier irgendwie am Leben bleibe. Ja, sieht auch ein paar Dekorationen habe ich dran. Hinten russische Helme, vorne deutsche Helme. Und was mich wundert ist, warum die russischen Helme so groß sind. Immerhin kritischer Treffer. Ich hoffe, er ist jetzt nicht mehr schussbereit, weil ich habe schon gehabt. Ich habe wirklich jemanden so zerschossen, zwei Krits hintereinander und eigentlich hat er nur ein lebendes Besatzungsmitglied gehabt. Und glaub mal, der war noch feuerbereit. Der hat sein verkacktes Tourette in meine Richtung gedreht und schießt mich weg. Sag mir, wie kann der noch feuern? So, jetzt bin ich gefickt. Das ist ja, wie gesagt, ein Treffer und man ist schon hinüber. Ich muss jetzt zusehen, dass ich hier wegkomme, weil ich muss reparieren. Gut, nur der Kommandant war bewusstlos, also reparieren muss ich noch nicht, aber bringt mir natürlich nichts, wenn ich da jetzt ewig warte und einfach nicht schussbereit bin. Immer schön umherschauen. Ich krieg auch gar nicht genug Punkte. Naja, wo es geht. Das ist halt wirklich eigentlich echt blöd. Ich weiß genau, bis da vorne schaffe ich es wahrscheinlich nicht, wenn jetzt noch mehrere Panzer auftauchen. Da hier, ich habe auch keinen Spot hier. Also sehe ich gar nicht, wo jetzt genug sind. Gut, einer ist weg, das wird die SO gewesen sein. Und ich muss mich natürlich die ganze Zeit umgucken hier. Ich muss irgendwie eine Kuhle fahren oder sowas. Ansonsten haut es mich ganz schnell weg hier. Und ich will ja nicht nur mit zwei Kills, wovon ja einer auch noch KI war, hier aus dem Match gehen. Oh, oh, oh. Jetzt sehe ich nicht, wo er sich da versteckt. Wahrscheinlich sieht er mich. Jetzt sieht er mich nicht mehr. Jedenfalls will ich nicht verrecken. Und also die ganze Zeit gucken. Das ist natürlich ein bisschen anstrengend, aber mein Gott. Da muss man halt sich ein bisschen Dextro in der Gen reinfallen, ein bisschen Raumzucker, damit man fitter bleibt. Die Frage ist, fahre ich jetzt hier hoch? Weil ich kann meinen Geschütz nicht weit genug nach unten richten. Einzige, was mir helfen könnte, ist vielleicht der Bunker und der kleine Hügel da. Da. Puh. Das erfordert genug scharfe Sicht, so wie sieht's hier vorne aus. Da ist auf jeden Fall noch was, ich habe es gesehen. Das heißt, man muss wirklich manchmal Umwege fahren. Dann bringt überhaupt nichts, wenn man Hügel hochfährt und sowieso sein verdammtes Rohr nicht nach unten richten kann. So, eine war da am Reparieren. Jetzt ist er fertig. Mit dem Crusader war es, genau. Er hat also ein Russe mit dem Crusader, hat die ganze Zeit alle weggeschossen, wie nichts Gutes. Und ich dachte mir, ich gucke nicht richtig. So, geh mal kurz in die Luft hier. Dann kann ich noch auch ein anderes Nashorn oder so wegschießen. Also die Schusskraft ist auf jeden Fall gut vom Nashorn. Die Panzerung ist aber weitaus schlechter als zum Beispiel... Oh, Krabator! Das ist so ein Death Metal Band. Die Schusskraft ist auf jeden Fall weitaus schlechter als beim... dicken Max. Er feuerte einfach ins Nichts mit seinem Crusader. So, gepanzerte Flugabwehrfahrzeuge sind natürlich immer ein bisschen blöd, also wenn die rundum gepanzert sind, kriegt man nicht so leicht weg. Aber Klinge, der schießt ja einfach kreuz und quer, der weiß ja, aber wo er hinschießt. Oh, ich habe einen Crit drin. Gibt immerhin auf jeden Fall, naja, so oder so eine Abschusshilfe. Wenn er jetzt nicht reparieren hätte können. Raus hier. Zack. Naja, er wird wohl reparieren können. Naja, ich habe schon mal Glück gehabt, dass welche einfach abgebrannt sind. Wir hatten kein Feuerlöscher schon mal übrig oder. Kein Feuerlöscher schon mehr übrig oder. Oder welche anderen Probleme. Oder wir hatten noch gar keinen. Habe ich auch schon gehabt. Ich meine, jeder fängt ja mal an ohne Feuerlöscher. Das heißt, man kauft sich sofort ein. Das mache ich nicht.
sehe gar nicht ein, warum ich so viel Kohle, gerade bei den höherstufigen Fahrzeugen, warum ich so viel Kohle ausgeben soll, also Golden Eagles. Mit so einem verkackten Feuerlöscher. Da muss man halt mehr in die Luft gehen und sich mehr verstecken. So, wenn man sowas hat, sofort weiterfahren, dann bringt überhaupt nichts hier. Wenn ich den nicht ins Visier nehmen kann. Er versucht's, kann er. Soll zusehen, dass ich woanders hinfahre. Jetzt ist er weg, das war die Abschlusshilfe. Was ich hier jetzt mache, ist eigentlich ungewöhnlich, weil normalerweise, ich sehe selten welche so weit vorfahren. Ich mache das nur, weil offensichtlich wir hier stark dominieren. Wir dominieren sehr stark. Das ist pure Domination. My ass. Dominate my ass. Ja, auf jeden Fall ist es eigentlich ein gutes Fahrzeug, nur man muss wirklich, man muss die Karten kennen, man muss wissen, wo man sich verstecken kann. Ich bin trotzdem nur Elfter. Ich mache aber noch eine Runde und dann sehen wir uns gleich dort. Jetzt sind wir ja Aschefluss, die Aschefluss-Karte wird jetzt gefahren hier. Mag die Karte eigentlich schon, nur ich fahre lieber von der anderen Seite. Ich fahre lieber, wo fahre ich eigentlich lieber? Wieso fahren eigentlich alle von hier? Ja, wenn man hier hinten lang fährt, jetzt, kommt man da unten an. Aber scheißegal. Wenn man hinten lang fährt, kommt man da unten an. Lass mal über. Das ist Logik. Das ist Logik des 20. Jahrhunderts. 21. Jahrhunderts. Siehst du das? Ah, eigentlich fahre ich hier nicht so gerne lang. Wenn ich jetzt hier eine Weile warten würde, würden hier vorne welche erscheinen. Zwar gar nicht wenige. Ich weiß nicht. Ich habe was falsch gemacht. Ich habe das verwechselt. Wieso habe ich meinen Startpunkt verwechselt? Oder so krass verwechselt? Jawohl, man kann doch da runterfahren. Kann doch da runterfahren. Das ist schon richtig, das ist schon richtig. Das Blöde ist jetzt, ich habe so eine Angewohnheit hier bei der Karte und ich fahre eigentlich jedes Fahrzeug genau die Richtung, so wie ich sonst auch alle anderen Fahrzeuge fahre. Alle anderen Panzer. Ja, so ist scheiße. Jetzt versucht der kleine Motherfucker das natürlich trotzdem. Ich muss mich jetzt also hier verstecken. Kann ich jetzt nicht genau erklären, warum es nicht durchgegangen ist. Obwohl, die Deckelplatte zu stark. Oder so, keine Ahnung, die Panzerung einfach zu groß. Aber manchmal kann es auch einfach ein Abpraller gewesen sein. Vielleicht war es auch nur Schrapnelle, die rangekommen sind. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber ich habe jedenfalls gleich repariert. Der schießt jetzt natürlich die ganze Zeit weiter. Ich weiß gar nicht, warum hier dieser verkackte Bot steht, der sowieso nichts macht. Ich könnte ihn natürlich als... Ich könnte versuchen, den als Schutzschild zu nehmen. Der Wichser steht immer noch da oben. Allerdings sehe ich ihn jetzt nicht mehr. Am Anfang war es echt schwierig, ja, als ich noch nicht mal Reparatur hatte. Da hatte ich gedacht, oh, zerfetzt das Rohr. Ja, glaubt man nicht, dass du damit noch irgendwo schießen kannst. Wir kennen das ja. Wenn das Rohr kaputt ist, dann kannst du eigentlich gute Nacht sagen. Fährt immer noch rum. Jetzt will ich mir aber wirklich holen. Stimmt. Scheiße, Mann. Blöd, wenn ich jetzt zu weit vorfahre, bin ich natürlich besser für ihn zu sehen. Ich werde mal ein bisschen platt machen hier. Okay, jetzt wird er wohl wahrscheinlich stark beschossen und macht überhaupt nichts mehr. Ich muss zusehen, dass ich jetzt erstmal vorkomme. Hier ist eins. Und da ist noch einer. Was? Fuck. Jetzt kennt er, jetzt hat er mich natürlich gesehen. Und ich bin weg. Wenn ich das jetzt nicht rechtzeitig. Ja. Ladeschütze ist gefickt. So bin ich das jetzt auch. So, der hat mit Sicherheit nachgeladen, kommt jetzt wieder vor. Und jetzt bin ich wirklich gefickt. Also Gutschein benutzen. So, das hat sich erledigt hier. Jetzt bin ich gefickt. Das kotzt mich so an. Das sind so Situationen, da rastet man aus. Da will man ausrasten und denkt sich, mach hin, du Dreckvieh. Wirklich, ich bin kurz vorm Ausflippen hier, weil ich mir denke, das dauert alles so verschissen lange. Und warum er mich nicht sofort weggefetzt hat, weiß ich auch nicht. Und ja, was soll ich dazu sagen? Ich hoffe, dass er brutal misshandelt wird. Bei meinen Leuten.
Und keine Ahnung, das sind so verwunderliche Sachen. Ich habe eine komplett hochgeskillte Crew und die schafft das nicht. Es wird nicht schnell genug ausgewechselt, ich verstehe das nicht. Ich meine, für den Russen war er ziemlich scheiße jetzt. Ja, der wird wohl immer auf die versucht haben, den Fahrer zu treffen und ständig auf die Panzerplatte, auf die starke Panzerplatte geschossen haben. Also eigentlich ziemlich dämlich. Und ich hätte ihn locker rausnehmen können. Ich habe ja nur das erste Mal, weil ich noch in Bewegung war, ihn verfehlt. Das passiert leider häufiger, wenn man... Also hier, man hat eine ziemliche Federung, ziemlich starke Federung hier. Zusehen, dass ich jetzt irgendwie durchkomme hier. Ich hoffe, er fährt nicht vor. Und eigentlich hoffe ich, dass er noch da ist. So, da oben steht ein T-34. Dann ist da noch ein Tiger. Also hier ist wirklich alles da. So bin ich gefickt. Das geht so überhaupt nicht. Jetzt bin ich auch nervös, gebe ich ehrlich zu. Ich bin nervös und werde mich jetzt hier wohl wegschießen lassen. Und ich weiß, dass neben mir noch einer steht und hinter mir sind auch noch welche. Gut, jetzt kommt Artilleriefeuer. Scheiße, jetzt erstmal drauf. Ja, da steht noch der MVA. Steht auch noch oben. Also ist schon anstrengend. Okay, oben sind jetzt welche weggerotzt worden. Der Tiger ist zumindest weg. Ich kann auch nicht weiter vorfahren jetzt, solange die Artillerie hier mir den Schädel zerschießen will. Und zumal ich weiß, dass der T-34 immer noch da oben ist, will ich auch wirklich nicht vorfahren. Aber ich würde gerne zu B hochfahren zumindest. Scheiße. Also ich bin hier eigentlich eingeklemmt. Wenn ich mich drehe, bin ich sofort weg. Jetzt hoffe ich natürlich, dass er irgendwie belästigt wird. Die stehen hier ziemlich weit oben, wenn ich jetzt vorgehe. Ich könnte mal versuchen... Da die den jetzt beschießen, könnte ich versuchen, jetzt hier nach oben... Ich versuche hier oben den Kollegen zu sehen. Ich hoffe, ich sehe ihn. Er steht da, aber ich sehe ihn eigentlich nicht. Scheiße. Direkt hinter mir ist auch jemand. Und zwar auf dieser verkackten Brücke. Man sieht, es ist wirklich nicht einfach hier. Für all das kriegt man nicht mal Punkte. Wahnsinn, oder? Eigentlich echt schon armselig. Das ging alles daneben. Man sieht auch, wie unheimlich, also wie die Kanone hochzieht. Jetzt kann ich zum Beispiel gar nichts ins Visier nehmen. Huah! Das war wirklich knifflig. Das war ja auch... Man kann wirklich sagen, ich habe nur 1 mm Schussfläche gehabt und hatte die auch noch ausgenutzt. So, jetzt weiß ich, dass da oben noch einer ist. Ne, der ist auch weg. War das gerade mein Kollege da oben? Oh, shit. Was ist das? Wo kam der jetzt her? Wo ist denn der? Ich reg mich mal nicht weiter auf, aber... naja, Panzer 4. Das sind halt so eine Matches, wo man echt... Also man mit so einem Fahrzeug ist man da echt beschissen dran. Oh, schnell ausrufen. Nur die Gleiskette, willst du mich verarschen? Oh komm, lad nach! Nur der Fahrer. Oh, fuck you. Fuck you. Okay, den will ich mir jetzt holen. Ich. Arschloch. Spawncapper? Ja, dazu hätte ich eine Geschichte zu erzählen. Ich sag nur, Überquerung des Rheins. Das ist schräg, das ist echt schräg. Gut, jetzt bin ich natürlich, der ist noch gar nicht modifiziert hier. Komisch, oder?
Sonst wüsste er ganz genau, da ist ungefähr ein Millimeter. Ah, weiß ich nicht. Ich sag mal lieber nichts, sonst heißt es noch irgendwie, der Knochen erzählt nur Scheiße. Aber ich finde das schon irgendwie komisch. Ey, ich finde das wirklich komisch. Trotz allem ist das Nachhauen wirklich gutes Fahrzeug. Man muss ja nur aufpassen, wo man steht. Und es gibt Karten, da setzt man das am besten nicht ein oder versucht einfach so viel wie möglich in die Luft zu gehen. Damit man irgendwie ein bisschen effektiv ist, weil es gibt Karten, da ist das Nachhauen eigentlich komplett überflüssig. Und wir haben nochmal Glück gehabt hier. Trotz allem, danke fürs Zuschauen. Viel Spaß noch beim Zocken. Abonnieren. Sonst, ne, oder sonst. Also, bis dann. Haut rein. Ciao, ciao.